Zwei Jahre nach den starken Unwettern in Stadt und Landkreis Rosenheim muss das Trinkwasser erneut geklort werden. Warum es dazu jetzt gekommen ist? Wir führen regelmäßig Kontrollen des Rosenheimer Trinkwassers durch. Vergangene Woche hatten wir noch komplett keimfreie Proben, da war alles in Ordnung. Aber bei einer Laborprobe in dieser Woche haben sich genau 11 Keime ergeben. Und jetzt suchen wir inzwischen nach der Ursache dieser Verunreinigung, da es nicht von unseren Brunnen kommen kann, die alle keimfrei arbeiten. Es muss also innerhalb des Trinkwassernetzes eine Störstelle sein. Und das können wir uns nur so erklären, dass innerhalb des Hochwassergebiets die Leitungen verletzt worden sind und dadurch Keime in das Leitungsnetz eingedrungen sind. Um welche Keime handelt es sich da? Also es sind zum Teil ist ein koliformer Keim, ein Fäkalkeim. Darüber hinaus haben wir Oberflächenbakterien, die sich also im Wasser bilden, die auch in unserem Körper vorkommen oder in Käse oder in Wurst. Gleichwohl haben sie aber in unserem Trinkwasser nichts zu suchen, auch in geringer Konzentration nicht. Und darum wurde auch das Abkochgebot herausgegeben und die Chlorung angeordnet. Was bedeutet denn das im schlimmsten Fall, wenn Keime im Trinkwasser sind? Also in der jetzigen Konzentration zunächst mal nichts. Diese Konzentration ist nicht besonders gefährlich. Trotzdem gilt in Deutschland eine strikte Gesetzgebung. Sobald man ganz wenige dieser Keime findet, wird ein Abkochgebot herausgegeben. Wenn sich die Bevölkerung daran hält, kann auch nichts passieren. Auf jeder Zahnbürste sind allerdings schon mehr Keime. Das heißt, unmittelbare Angst muss man nicht haben. Nun wird das Trinkwasser ja geklort. Welche Konsequenz hat das Chlor für den menschlichen Körper? Hat es überhaupt eine Konsequenz? Also in dieser Konzentration 0,3 Milligramm nicht. Das ist also noch weniger, als wir das vor Jahren mal machen mussten. Es ist nur gerade so viel, dass die Keime abgetötet werden. Und bis aber die Konzentration des Chlors sich im gesamten Trinkwassernetz verbreitet hat, müssen wir eben dieses Abkochgebot einhalten. Und dann bis etwa Freitag vermuten wir, dann hat sich das Chlor verbreitet und dann muss auch nicht mehr abgekocht werden. Das werden wir aber noch im Detail bekannt geben.